das. Teachers have ever tried to seduce me. This seems to take away some chances of my being heard. My defining feature seems to be a complete lack of defining features. Why bother listening when there's nothing for you to see? Oh, I could get upset, I could rail about the injustice of men. I could surely write you a lament. But oh, what good would it do? Would it bring me closer to God or to you? Would it get me a six-figure contract at expense of my soul? Zweite Pressekonferenz mit Anna Lieber und mir jetzt hierher gekommen sind. Bei der ersten Pressekonferenz im Januar habe ich Anna Lieber Ihnen vorgestellt und das war der erste gemeinsame Auftritt. Heute geht es darum, dass wir Ihnen erläutern, was jetzt hier im NRW-Forum Düsseldorf im nächsten Jahr geplant ist. Ein Generationssprung jetzt auch verbunden ist hier in der Institutsleitung und bin sicher, dass Herr Lieber auch einen neuen Schwung geben wird in der Düsseldorfer Kulturlandschaft. Herzlichen Dank. Live-Magazin für Ideen. Es ist ein kuratiertes und moderiertes Performance-Magazin. Immer neu gestaltet, immer mit neuem Raumkonzept. Jedes Mal eine große Überraschungstüte, ein großes Experiment. Sie müssen sich das so ein bisschen als Mischung aus Venture Kutscher und unserer TED-Konferenz vorstellen. Jeden Monat laden wir so 10 Kreative ein. Dazu begrüße ich ganz herzlich den Initiator des Ausstellungsprojekts und den Kurator dieser Ausstellung, Professor Dr. Walter Snerny. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wo sind Sie? Schön, dass Sie gekommen sind. Freut mich wirklich sehr, gerade auf den Sprung nach Berlin, habe ich gehört. Wir wollen auch nicht zu viel verraten, denn es ist erstmal ein kleiner Vorgeschmack. Es gibt auch nochmal eine eigene Pressekonferenz zu China 8. Aber können Sie uns vielleicht schon ein bisschen verraten, auf welche Künstler und Positionen wir uns hier in Düsseldorf freuen dürfen? China 8 zeigt klassische Kunst und reine Kultur, präsentiert insgesamt 116 Künstler mit rund 500 Namen. Das ist die bisher weltweit größte museale Ausstellung chinesischer aktueller Kunst. Wir zeigen mit dieser Ausstellung, was zurzeit in China abgeht, was passiert. Wir zeigen die aktuelle Szene mit den Bereichen, die Sie gerade genannt haben. Düsseldorf ist ein Anlaufpunkt. Wir haben hier den Flughafen, wir hoffen auf viele Reisende auch außerhalb Nordrhein-Westfalens und Deutschlands. Wenn die dann halt zunächst einmal nach Düsseldorf kommen, dann ist es natürlich ideal, dass wir hier auch einen Ausstellungsort haben. Und wir freuen uns sehr über dieses Haus, über die Teilnahme an diesem Haus. Und Lou ist sehr dankbar, dass er sehr unkompliziert und unbürokratisch diesem Projekt zugestimmt hat. Wir machen hier ein gemeinsames Ausstellungsprojekt. Ich darf dazu ganz herzlich die Medientheoretikerin Sabrina Dahle begrüßen, die auch so die Projekte beauftragt, der Goethe-Institute ist. Herzlich willkommen, Frau Dahle, schön, dass Sie kommen konnten.
Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, warum das Thema digitale Identität gerade heute so aktuell und relevant ist. Ja, herzlich willkommen erstmal. Auch also für mich natürlich auch im Namen der Goethe-Institute, die jetzt gerade nicht hier sein können. Ja, digitale Identität, würde ich sagen, ist ein ganz aktuelles und brandheißes Zukunftsthema. Identitäten ist nicht nur digitale Identitäten, sondern insgesamt Identitäten sind etwas Immaterielles, nicht quantifizierbares. Und wir leben ja in einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo über die letzten 10, 20, 30 Jahre sehr stark das Materielle, Quantifizierbare an Wichtigkeit zugenommen hat. I mean, a corporate identity for an institution is something, of course, that should come from the inside and then breathe this out to the outside in a way. It should be something that really fits you. But of course, an institution should be also very active nowadays. It's not something, often museums and cultural institutions are. I've never been less worse off than I am today, but that's just how it goes. Unfortunately, fortunate, dancing the dance of lost hope. But why all the crying and why all the pain? Life isn't so bad when you see it my way. I'd rather dance even though skies are gray and share life with someone I like. It's factual, I'm never going to be as tortured as the public likes. And oh, I'm so angsty about it, I'm so full of spite. Slowly awakening, seeing the world for the first time, and it's not so bad. I'm losing hope of ever being sufficiently